Mir gegenüber sitzt Michael Menzel. Wir kennen dich ja eigentlich als Grafiker. Du hast zum Beispiel Catan illustriert oder mit Eselsbrücke sogar den Graf Ludo gewonnen. Und jetzt erscheint auch dein erstes Spiel als Autor. Wie kam es dazu? Das war im Urlaub mit meinem Sohn zusammen. Wir wollten was im Fantasy-Bereich spielen, aber nicht mit so extrem langen Regeln. Und dann haben wir halt angefangen, das, was nicht da war, selber zu basteln. Das war nicht geplant, Autor zu werden, sondern das war halt einfach so, das Spiel hat sich immer mehr entwickelt und wurde letztlich dann so aufwendig, dass wir gesagt haben, wir zeigen es mal im Verlag und ja, tatsächlich war dann Interesse da und dann haben wir es weiterentwickelt. Selbstverständlich hast du das Spiel auch selbst illustriert. Jetzt mal ganz ehrlich, gibt man sich bei dem eigenen Produkt ein klein bisschen mehr Mühe als sonst? Nee, also das ist halt, das gehört dazu, dass du halt bei jedem Produkt guckst, dass du das Maximum rausholst. Hier war halt der große Vorteil, dass ich das Spiel in- und auswendig kenne und dadurch genau weiß, was welches Spielplanfeld können muss. Das ist, in der Regel versuche ich halt die Spiele immer vorher zu spielen, aber natürlich kenne ich Andor viel, viel, viel besser und deswegen, das war schon ein ganz besonders toller Prozess einfach, ne? Kannst du vielleicht anhand des Beispiels Andor mal kurz erklären, wie du generell Grafik und Spiel illustrierst, wie du da vorgehst? Also Andor ist eigentlich ein schlechtes Beispiel, weil das so gar nicht generell war. Das ist halt so, das ist wirklich mitgewachsen und der Illustrator konnte auch ganz viel Einfluss auf den Autor nehmen. Also sprich, es gibt zum Beispiel so Gegenstandsplättchen, Tränke oder so, die man auf eine Vorderseite und Rückseite drehen kann und zweimal benutzen kann. Und vorne sind sie halt voll und auf der Rückseite sind sie halt nur halb und dann sind sie leer. So, das ist sehr grafisch, sehr eindeutig, sehr stringent. Funktionieren ganz viele Gegenstände so. Aber es hat halt auch, möglicherweise gibt es irgendeinen mathematischen Grund, warum der Trank vielleicht dreimal eingesetzt werden sollen müsste. Aber da würde ich immer dem Grafischen den Vorzug geben und sagen, okay, so ist es einfach plausibel, dass ich den Trank voll habe, halb leer und dann ist er weg. So, das ist so meine Herangehensweise. In der Regel versuche ich das auch bei noch anderen Spielen so zu machen, aber die kenne ich meistens nicht so gut, sodass solche Vereinfachungen schwerfallen, weil dafür, also ich mache die Vorschläge und dann sagen die Autoren meistens, nee, geht nicht, weil das und deswegen. Aber in der Regel ist das halt die Herangehensweise an Spiele ist so, im ersten Moment muss es mindestens so gut funktionieren wie der Prototyp. Es darf nichts, obwohl es jetzt schön wird, aber es darf nicht schlechter werden, schlechter zu spielen. Der zweite Punkt ist dann das Schönmachen, die Welt ausgestalten, wunderbar. Und im dritten Punkt, das gelingt manchmal, dann werden die Spiele tatsächlich durch die Gestaltung noch ein bisschen besser. Dann werden sie durch die Gestaltung, wird der Schwierigkeitsgrad, es wird leichter zu lernen oder man kann sich Sachen leichter behalten. Kannst du dafür mal ein Beispiel nennen, damit es anschaulicher wird? Also ein gutes Beispiel ist Säulen der Erde, wo die Landschaften, die einzelnen Einsatzfelder waren so verteilt, wie sie im Roman stimmten. Und dann, als wir da das Okay soweit hatten, habe ich nochmal angeboten, dass wir den Spielplan nochmal aufräumen könnten, also wenn es irgendwie eine bessere Möglichkeit gäbe. Und früher gab es so eine Checkliste, in welcher Reihenfolge man welche Kiesgrube, Steinbruch und so man abhandeln musste. Und in dem Fall hatte dann Peter Neugebauer die Idee zu sagen, wir könnten doch so versuchen, das im Uhrzeigersinn zu regeln. Und daraufhin haben wir dann das alles im Uhrzeigersinn angeordnet. Man brauchte keine Checkliste mehr, man konnte einfach so durchgehen und dadurch ist es wesentlich angenehmer und einfacher geworden. Und das sind solche Sachen, manchmal kommt es von der Redaktion, manchmal von mir. Damit werden die Spiele dann nochmal einen Ticken besser. Bevor du angefangen hast, Brettspiele zu illustrieren, hast du ja vor allem auch Computerspiele illustriert. Aus dem Computerspielbereich hast du jetzt auch was anderes für dein Brettspiel Andor übernommen, nämlich die Anleitung. Das ist eine sogenannte Sofort-Losleg-Anleitung. Warum hast du das übernommen und was verbirgt sich dahinter? Das ist eigentlich ganz einfach. Wenn man so mit weniger Spielern zusammen ist, dann sagen die halt nach den ersten Regeln auch schon mal gerne so, lass uns mal anfangen. Und dem geschuldet haben wir es versucht, ein bisschen umzudrehen und zu sagen, wir müssen nicht alles am Anfang lernen, sondern wir machen das einfach nach und nach. Legenden von Andor besteht aus 5 einzelnen Legenden, was den Vorteil hat, wir können den Schwierigkeitsgrad stetig ansteigen lassen und auch die Komplexität. Das bedeutet, Legende 1 fängt tatsächlich nach 2 Seiten Regeln an. Man macht erste Züge, wie im Computerspiel, relativ einfache Sachen, aber es wird immer mehr und es kommt immer mehr dazu. Aber der Vorteil ist halt, man fängt so fast sofort an. Das ist wie installieren. Man pöppelt die Sachen aus, stellt sie auf,
und dann kommen die ersten vier Aufgaben, die einfach sind, aber man fängt sofort an. Und dieses Konzept zieht sich eigentlich durch das ganze Spiel. Das bedeutet, wer Legende 1 gespielt hat, kann die Grundregeln. Wenn er zu Legende 2 geht, kommen die ganzen Gegenstände dazu. Legende 3 wird variabler und es wird immer breiter, aber die Aufgaben werden natürlich auch immer schwerer. Würdest du dir wünschen oder glaubst du, dass das auch so ein bisschen die Zukunft der Spielanleitung oder überhaupt der Spiele ist, dass man die Einstiegshürde senkt? Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das für alle Spiele machbar ist. Ich hatte das als Illustrator schon häufiger mal vorgeschlagen, aber es ist sehr, also sehr schwer, das zu machen, weil es nicht wie eine richtige normale Regel funktioniert, die ja möglichst vollständig ist und auch einen ganz anderen Aufbau hat. Hier geht es wirklich darum, dass wir, also wir haben in vielen Tests nicht das Spiel getestet, sondern die Regel. Wir haben uns neben die Leute gesetzt, nichts gesagt und kontrolliert, wo ist zu viel Text, wo hakt es, wo ist was zu genau erklärt, das brauchst du erst später, das machen wir später. Also ich bin mir nicht sicher, ob es für alle Spiele funktioniert. Legenden von Andor hat halt den Vorteil, es gibt so eine Legendenleiste, wo wir wirklich abfragen, wo die Spieler sind. Und dadurch kann man natürlich dann auch, man kann in etwa wissen, wo sie in etwa sind und kann dann neue Informationen geben, neue Kreaturen, neue Aufgaben und dabei dann die Regel mit reinpacken. Ich habe eben gesagt, du kommst ursprünglich aus der Computerspielbranche. Jetzt ist ja so, dass bei Legenden von Andor auch quasi eine Welt entworfen wird. Es wird auch immer ein bisschen erzählt, was im Spiel gerade passiert. Das wäre ja eigentlich auch ideal, wenn man dafür eine App hätte, die das auch noch mit passender Musik untermalt und vielleicht auch die Spielregeln erklärt. Ist sowas geplant? Also geplant ist bisher noch nicht, weil so Apps programmieren, sagt man immer so leicht, aber wenn sie richtig gut gemacht sein sollen, dann... Also ich kenne nur wenige, die das richtig gut können. Und also das ist so aufwendig, dass man, das ist wirklich davon abhängig, wie gut läuft so ein Spiel. Dann wäre das natürlich toll, ne? Eine Erzählerstimme, die dann mit toller Stimme vorliest und ein bisschen Musik dabei. Wobei ich auch hier beim Spielen schon ganz oft gesehen habe, dass Leute richtig drin sind und dann mit tiefer Stimme erzählen, die ersten Wardrax-Färben im Morgengrauen. Und das ist toll. Also das ist wirklich wie... Das ist wie ein Buch. Die in dem Spiel werden nicht einfach nur Ereigniskarten hintereinander in irgendwelcher Reihenfolge vorgelesen, sondern es ist von A bis Z eine Geschichte erzählt. Und aber wie gesagt, wenn der Erfolg da wäre, dann könnte man tatsächlich auch über solche Apps nachdenken. Wann kommt das zweite Spiel von dir als Autor? Ich glaube erstmal nicht. Also, nee, das war furchtbar aufwendig. Eigentlich aus 5 Spielen, aus 5 Legenden, die alle aufeinander abgestimmt sein mussten. Und ich habe einen schönen Job und den mache ich auch gerne und wollte auch eigentlich nie Spiele erfinden. Und das ist jetzt dazugekommen. Ich nutze die Gelegenheit, weil es auch wirklich toll ist, diese Welt zu entwickeln. Aber da ist jetzt wirklich alles reingeflossen, was ich so an Ideen hatte und auch an Wünschen. Und dieses Spiel, was ich mit meinem Sohn entwickeln wollte, dieses, was wir da im verregneten Sauerlandurlaub angefangen haben, das ist tatsächlich auch geworden. Das ist ein Fantasy-Spiel mit viel Abenteuer und ein bisschen Kämpfen und sozusagen bin ich da fertig.